Hey Leute, heute geht es noch einmal um das Thema Recovery und Gewichtszunahme, da mich da viele noch einmal gefragt hatten und anscheinend auf Instagram ja immer noch Fragen offen geblieben sind. Und zwar zunächst, wie viel an Gewicht sollt ihr zunehmen, müsst ihr zunehmen und so weiter. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, keine Ahnung, bis an die oberste Grenze des Normalgewichts. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr jetzt noch ein BMI von 17 oder so habt und damit erstmal eine Weile ja, lebt, bis ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zunimmt. Denn erstmal bin ich der Meinung, wenn ihr älter werdet, dann ändert ihr auch eure Meinung. Und ja, ihr müsst nicht so viel, dass ihr dann denkt, oh mein Gott, mir geht's schlecht und dann habt ihr vielleicht gleich wieder einen Rückfall oder ihr fühlt euch gar nicht mehr wohl und wollt gar nicht mehr rausgehen. Das müsst ihr überhaupt nicht. Und ja, das ist schon mal die erste Sache. Zweitens könnt ihr selber bestimmen, wie schnell oder wie langsam ihr zunehmt, denn ihr esst, ihr wisst, wie viel ihr esst. Ich denke mal, ihr habt genau eine Vorstellung davon, wie viel man essen muss, um zuzunehmen. 7000 Kalorien Überschuss sind 1 Kilogramm Körperfett, beziehungsweise, ja, komplett Körperfett wird es jetzt nicht sein. Es kann natürlich auch, ja, teilweise auch Muskelmasse sein. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr Sport macht oder nicht. Jedenfalls 7000 Kalorien Überschuss, das heißt, ihr müsst schon wirklich viel in der Woche Überschuss essen, damit ihr auch in der Woche 1,5 Kilo zum Beispiel zunehmt. Es reicht aber auch, wenn ihr 500 Gramm zunehmt. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Und dann komme ich jetzt auch schon zur nächsten Frage, die mir irgendwie voll oft gestellt wird oder wo ich auch irgendwie kritisiert werde von wegen, ja, du bist jetzt so dick geworden, wie kommst du damit klar und wie fühlst du dich damit? Und ich muss dazu sagen, es war nicht geplant, dass ich so viel zunehme. Ich wollte eigentlich bei 60 stehen bleiben, aber jetzt wiege ich 74. Ja, erstmal muss ich sagen, ich finde es jetzt nicht so schlimm, denn erstmal ist mir wichtiger, dass ich wieder so lebe und meine Sachen machen kann, die ich wirklich gerne machen möchte. Und ja, wie gesagt, der Körper verändert sich ständig und wie soll ich damit umgehen? Keine Ahnung, ich bin halt jetzt so über den Punkt drüber hinweg, dass ich mein Leben bzw. meinen Tag nach meinem Aussehen gestalte. So. Also, oder nach der Zahl auf der Waage. Also ich gehe doch jetzt nicht früh auf die Waage und denke mir, oh mein Gott, 100 Gramm mehr, jetzt ist der Tag scheiße. So, das mache ich nicht, weil ich kann selber bestimmen, wann der Tag gut wird oder wann nicht. Ich kann sagen, heute wird ein guter Tag, dann wird der Tag auch gut. Und es bringt ja nichts, mich zu verstecken und zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt so dick und ich will jetzt nicht mehr raus und ich muss wieder abnehmen und so weiter. Denn ja, dann hat das überhaupt nichts gebracht, denn Recovern ist nicht nur die reine Gewichtszunahme, das ist auch eine Einstellungssache. Also man ändert seine Einstellung, man lebt wieder sein Leben, man sieht Dinge anders und ist halt nicht die ganze Zeit mit dem Thema Essen beschäftigt oder mit Figur oder mit Aussehen. Und ganz ehrlich, wenn ihr der letzte Mensch auf der Welt wärt, dann würdet ihr auch nicht ja, eine Diät machen, oder? Also letztendlich machen wir das doch eh nur, um anderen attraktiver zu sein oder anderen zu gefallen eben. Und für uns selber machen wir das ja auch. Aber wie gesagt, wenn wir alleine wären, würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Und ja, wie gesagt, also ich komme damit, ich muss sagen, wenn ich jetzt nur die reine Gewichtszunahme betrachte, das habe ich euch schon mal auf Instagram gesagt, dann hasse ich mich dafür, dass ich recovered habe. Aber das macht, keine Ahnung, vielleicht 5% aus oder so. Und die ganzen 95 anderen Prozente sind einfach Lebensfreude, Energie, Emotionen, Spaß. Und dass ich alle glücklich gemacht habe, vor allem mich und dass ich keiner mehr Sorgen machen muss und dass ich einfach lebe. Wie gesagt, leben, leben, leben. Ich bin nicht mehr gefährdet. Ich könnte nicht jeden Moment umkippen, weil mein Körper keine Energiereserven mehr hat. Also was Schöneres gibt es meiner Meinung nach nicht. Und ja, so sieht das aus. Aber zunächst wollte ich euch, also bevor ich das Video beende, wollte ich euch halt noch was sagen. Und zwar, es gibt so viele Sachen, die Leute nie sagen, die passieren werden, wenn ihr recovered. So, und das ist nämlich jetzt mal die Wahrheit über Recovery. Recovery ist nicht einfach nur, oh, ich nehme jetzt Gewicht zu und dann sehe ich aus wie Heidi Klum, habe eine super Top-Figur, ich bin total durchtrainiert und fühle mich super. Nein, Recovery ist ein scheiß anstrengender Weg. Ihr werdet heulen, ihr werdet euch nicht schön finden, eure Sachen werden euch teilweise nicht mehr passen, das stimmt leider. Wobei bei mir passt, also mir passen schon noch alle Sachen, aber natürlich passen sie jetzt nicht mehr so super mega geil. So, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass euer BH euch auf jeden Fall nicht mehr passen wird, da eure Brüste auch wachsen. Das kann natürlich gut sein, andere finden das nicht so toll. Euch werden vielleicht Hosen nicht mehr passen, euer Umfang wird sich ändern bei der BH-Größe. Vielleicht habt ihr keine XS mehr, keine 34 mehr, vielleicht seid ihr nur noch eine 36.
ihr werdet euch mal schlecht fühlen, ihr werdet Bauchschmerzen haben, vielleicht habt ihr auch irgendwelche Verdauungsbeschwerden, vielleicht habt ihr Durchfall oder Verstopfung. Das kann halt alles passieren so. Und niemand hat das gesagt. Keiner hat mir gesagt, oh mein Gott, wenn du jetzt wieder anfängst zu essen, wirst du erstmal so eine Wampe haben, weil du so einen verfickten Blähbauch hast, weil du einfach kein Stück Fleisch mehr um deinen Bauch hast, der deine Organe schützen kann, dass dein ganzer Darm eigentlich genau unter deiner Haut ist. So, das hat mir keiner gesagt, dass das so komisch und weird sein wird, erstmal wieder an Gewicht zuzunehmen. Und dass das normal ist, dass man das erstmal alles sieht, weil einfach keine Schutzschicht, kein Körperfett, also am Bauch, also nichts darum ist, was irgendwie die Organe schützen kann. Woher sollte man das wissen so, ne? Ja, das sind halt so Sachen, das wird halt immer so beschönigt, so, oh mein Gott, sie hat recovered. Dann gibt es halt auch viele, die sagen, ich bin fertig mit recovern und die sind immer noch im Untergewicht. Wo ich mir so denke, Leute, das ist keine Recovery. Also es kann natürlich sein, dass sie vor ihrer Essstörung auch ein normales Untergewicht hatten. Also dass sie halt schon immer ein bisschen im Untergewicht war. Aber das ist keine Recovery. Recovery ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr eure Gedanken im Kopf ändert und wenn euer Leben sich nicht mehr um das Thema Essen dreht und ihr einfach mal versucht, mit eurem Körper zufrieden zu sein. Und ja, aber wie gesagt, so diese ganzen Nachteile, sage ich jetzt mal, von der Recovery, die sagt man irgendwie nie so richtig auf Social Media oder allgemein, finde ich. Weil irgendwie ist es dann halt immer so, oh mein Gott, sie hat jetzt wieder zugenommen, jetzt ist wieder gesund, so. So ist es natürlich auch nicht, aber ja. Wie gesagt, also gerade das mit dem Bauch fand ich irgendwie ziemlich erschreckend. Und ja, that's it. So, nee, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch weiter sagen soll. Wie gesagt, ich fand es nicht einfach. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich damit lernen muss, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er jetzt ist. Aber ich bin halt echt dankbar, dass ich wieder so viel Kraft habe, Sachen zu machen und ja, mich nicht mehr irgendwie schlapp fühle. Und glaubt mir, ihr werdet das auch merken. Wenn ihr wirklich ein bisschen was zugenommen habt und erstmal wieder merkt, wie viel Energie, Kraft und Lebensfreude ihr bekommt, dann ist das mit dem Gewicht nicht mehr so wichtig. So. Und ich denke mir so, wenn ich doch gerade am Anfang der Recovery bin und ich weiß, vielleicht sehe ich nicht so toll aus, natürlich muss ich auch erstmal Muskulatur aufbauen und so weiter, du wirst nicht danach gleich aussehen wie ein Topmodel, dann ziehe ich mir halt einfach jetzt einen dicken Pulli an oder ein weites T-Shirt und nach einem halben Jahr hat sich das alles wieder normalisiert. Ich habe vielleicht ein paar Muskeln aufgebaut, war vielleicht beim Sport, habe meine Ernährung umgestellt und dann seht ihr auch wieder topfit aus. So, es ist einfach so, wie gesagt, der Körper verändert sich ständig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie damit helfen. Ja, und eine Person hatte mich irgendwie noch gefragt, wie kann ich damit aufhören, glücklich darüber zu sein, wenn ich abnehme und keine Ahnung, also es kommt halt immer drauf an, wolltest du jetzt abnehmen oder nicht? Weil manche nehmen ja, also es ist ja normal, dass man Gewichtsschwankungen hat und wenn man dann ein bisschen abnimmt, kann dann das ja triggern von wegen, oh mein Gott, ich möchte noch mehr abnehmen und so weiter. Aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach schon so drüber hinweg bin, aber mich interessiert das jetzt nicht, ob da jetzt 100 Gramm weniger stehen oder nicht. Weil wie gesagt, Gewichtsschwankungen sind normal, auch wenn ihr eure Periode habt oder so, dann nehmt ihr auch zu. Durch Wassereinlagerungen, wenn ihr Sport macht, nehmt ihr automatisch auch zu, auch wegen den Wassereinlagerungen. Und ich weiß nicht, warum ich mich gut fühlen sollte, wenn ich abnehme so. Also wenn ich es jetzt bewusst mache, ist es natürlich klar, dann ist das ja so wie so ein Belohnungssystem. Ich habe so hart dafür gearbeitet, habe wenig gegessen und dann habe ich abgenommen, dann fühle ich mich gut so. Aber ich glaube, diese Einstellung einfach, ihr habt dafür gearbeitet und ihr wolltet das unbedingt, die muss sich ändern. Weil was habe ich denn davon, wenn ich immer wieder abnehme und irgendwann nur noch Haut und Knochen bin, total krank bin und ich wahrscheinlich die nächsten paar Jahre nicht mehr leben werde. So. Also es kommt halt immer drauf an, ihr müsst halt diese Balance finden. Wenn ihr ganz normal eine Diät machen wollt, gerade weil jetzt auch das neue Jahr anfängt, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn ihr im Normalgewicht seid oder im überen Normalgewicht und keine Ahnung, 5 Kilo abnehmen wollt, so. Aber ihr müsst halt danach wieder eure Ernährung umstellen. Ihr dürft danach nicht essen wie vorher, sonst nehmt ihr wieder zu. Das kennt ihr wahrscheinlich durch den Jojo-Effekt. Ihr müsst danach eure Ernährung umstellen und ein bisschen Bewegung in euren Alltag bringen und dann könnt ihr das Gewicht auch halten. Sonst passiert euch nämlich entweder das, dass ihr wieder in die Magersucht rutscht, weil ihr nicht mehr aufhören könnt,
oder dass ihr halt wieder das zunehmt und dann sogar noch 10% mehr als das, was ihr vorher drauf hattet. Also ja, ich bin der Meinung, stellt eure Ernährung um, esst gesund, ihr werdet top aussehen. Gut werdet ihr allerdings nur aussehen, wenn ihr Kraftsport macht, denn einfach nur abnehmen oder einfach nur durch Cardio, durch Ausdauertraining werdet ihr keine Form bekommen, alles wird hängen. Ihr müsst schon Sport machen, ein bisschen Muskeln aufbauen, denn ihr wisst, wer mehr Muskeln hat, der verbrennt mehr, auch im Ruhezustand. Und ja, so, dann war es das Video. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie dazu motivieren, gesund zu werden, beziehungsweise eine gesündere Einstellung zum Leben zu haben oder zu einem gesunden Körper, denn ein gesunder Körper hat sowohl Fettanteil als auch Muskeln und natürlich auch Wasser und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, und besteht nicht nur aus Haut und Knochen. Und ja, so, dann war's das. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und denkt daran, ihr seid schön, so wie ihr seid und gut, so wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!